Hallo liebe Sternenkreuzer-Passagiere! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Linux-System aktualisieren könnt. Doch zunächst möchte ich euch einmal kurz den Unterschied zwischen einem sogenannten Rolling Release und einer Stable-Distribution erklären. Stable-Linux-Distributionen erscheinen in regelmäßigen Abständen in neuen Versionen. Prominente Beispiele dafür wären zum Beispiel Ubuntu, OpenSUSE Lib oder auch Debian. Du kannst dann deine Installation von einem Stable Release auf den nächsten aktualisieren. Im Debian-Umfeld nennt sich dieser Vorgang Dist Upgrade. Im Gegensatz dazu installierst du eine Rolling-Distribution nur einmal und kannst sie dann über Updates permanent aktuell halten. Prominente Beispiele wären hier Arch Linux, das auf Arch Linux basierende Manjaro oder auch OpenSUSE in der Tumbleweed-Variante. Wir hier bei TuxWiz verwenden im Grunde genommen zwar keine Rolling Release Distribution, der Entwicklerzweig SID, auf dem TuxWiz basiert, verhält sich aber ganz ähnlich. Der Name SID kommt dabei von dem bösen Jungen aus Toy Story, der immer das Spielzeug von allen kaputt macht. Ihr könnt euch also denken, mit was ihr es hier zu tun habt. Wir prüfen als erstes mal, welchen Zweig der Distribution wir verwenden. Dazu öffne ich hier ein Terminal und nutze den Befehl cut zum Anzeigen eines Dateiinhalts. Ich führe cut gefolgt von dem Dateinamen aus. Cut etc apt Sources List. Die Sources List enthält alle Paketquellen, die auf deinem System zum Einsatz kommen. Dabei kann es einerseits in der Datei Sources List selbst oder in einer Unterdatei in dem Verzeichnis sourceslist.d angegeben werden. In diesem Beispiel sehen wir hier den Namen des Pakettyps, den Quellstamm des Repositories, den Release-Namen, hier wie zuvor erwähnt SID oder auch Unstable, das kann auch Stable oder der Name des Releases sein, und dann die eigentlichen Repositories. Hier wird unterschieden zwischen Main, Contrib, Non-Free und Non-Free-Firmware. Main enthält ausschließlich freie Software und ist das Hauptrepository der Debian-Distribution. Non-Free enthält, wie der Name schon ahnen lässt, unfreie Softwarepakete. Contrib enthält Pakete, die zwar frei sind, aber Abhängigkeiten zu anderen Paketen aus Non-Free haben. Non-Free-Firmware enthält Treiberdateien, die möglicherweise zur Nutzung deiner Hardware benötigt werden, wie zum Beispiel sehr häufig bei WLAN-Adaptern. Wir können die Aktualisierung wahlweise über die Kommandozeile oder über das Applet, was ich hier für euch mitgeliefert habe, ausführen. Das Applet findet ihr hier neben der Uhr. Wenn Updates anstehen, bekommt ihr außerdem eine Benachrichtigung. Ich klicke mit der linken Maustaste auf das Applet-Symbol und wähle den Punkt Installiere Aktualisierung. Hier wird mir als erstes eine Liste aller möglichen Aktualisierungen angezeigt. Über den Knopf Aktualisierung installieren könnte ich dann die eigentliche Installation der Updates durchführen. Ich empfehle euch allerdings das Terminal für die Aktualisierung des Systems. Das hat viele Vorteile, denn ihr habt mehr Kontrolle darüber, was passiert, und seht im Detail, was gemacht wird. All diese Befehle werden im Kontext des Root-Benutzers ausgeführt. Der Root-Benutzer ähnelt dem Administrator auf anderen Betriebssystemen und hat Rechte über das gesamte System. Da Paket-Updates Änderungen an eurem gesamten System ausführen, wird der Root-Benutzer vorausgesetzt. Der Root-Account ist bei TuxWiz und bei vielen anderen Distributionen standardmäßig deaktiviert. Ihr könnt aber das sudo-Kommando nutzen, um Befehle im Kontext des Root-Benutzers auszuführen. Ich könnte zum Beispiel sudo bash eingeben,
müsste dann mein persönliches Passwort angeben. Das wird während der Eingabe übrigens nicht angezeigt und bin dann im Root-Modus in der Bash unterwegs. Das seht ihr hieran, dass hier vorne Root vorangestellt ist. Ich beende das aber mit Ctrl-D und führe die einzelnen Befehle, die ich brauche, mit sudo voran aus. Die Aktualisierung unterteilt sich immer in zwei Schritte. Zunächst müssen die Paketquellen aktualisiert werden. Diese Informationen enthalten alle Details über mögliche anstehende Aktualisierung. Dazu nutze ich den Befehl sudo apt update. Er zeigt mir direkt an, dass 166 Paketaktualisierungen zur Verfügung stünden. Er bietet mir auch an, apt-list-upgradable auszuführen, um diese im Detail anzuzeigen. Der nächste Befehl zur eigentlichen Aktualisierung zeigt mir diese aber auch an, also nutze ich diesen Befehl nicht. Die eigentliche Aktualisierung erfolgt dann mit dem Befehl sudo apt-upgrade. Es ist immer in zwei Schritten auszuführen, sudo apt-update und danach sudo apt-upgrade. Hier oben werden mir Pakete angezeigt, die neu installiert werden. Das kann damit zusammenhängen, weil Pakete neue Abhängigkeiten dazu bekommen haben. Die folgenden Pakete wurden zurückgehalten, das heißt, sie sind für den regulären Einsatz noch nicht geeignet und werden standardmäßig nicht aktualisiert. Ein apt-dist-upgrade würde auch diese Pakete aktualisieren, ich rate davon aber stark ab. Hier werden nun die Pakete aufgeführt, die tatsächlich aktualisiert werden. Bisher wurde noch keine Veränderung an deinem System vorgenommen. Hier im unteren Bereich wird nochmal zusammengefasst, um wie viele Updates es sich handelt. 3 werden neu installiert, das sind die 3 hier oben. 0 zu entfernen und 9, diese hier, werden nicht aktualisiert. Insgesamt müssen 400 MB heruntergeladen werden und es werden zusätzlich 109 MB an Festplattenplatz benötigt. Ich kann das mit Ja bestätigen und im ersten Schritt werden die Aktualisierungen lediglich heruntergeladen. Auch hier in diesem Schritt werden noch keine Veränderungen an deinem System durchgeführt. Wichtig ist bei Updates, dass ihr euren Computer, falls ihr einen Laptop habt, immer mit dem Strom verbindet und euch entsprechend Zeit einplant. Es ist nicht gut, wenn das Update mittendrin abbricht, weil irgendwie der Strom ausgefallen ist oder ihr schnell weg müsst. Ihr könnt auch das wieder fixen, wie das geht, zeige ich euch auch gleich, aber es ist mühsam. Hier in dem Teil, im ersten Schritt, beim Holen der Aktualisierung, passiert noch nicht viel. Hier könnte ich jederzeit abbrechen, Ctrl-C und es neu ausführen und er fängt wieder an der Stelle mit dem Herunterladen der Updates an, wo er das letzte Mal aufgehört hat. Nachher, wenn die Pakete aber entpackt und installiert werden, ist das Ganze natürlich schon kritischer. Dann müsst ihr einen speziellen Befehl ausführen, um mögliche Fehler zu korrigieren, falls es während der Aktualisierung zu einem Unterbruch gekommen ist. Ich simuliere euch das gleiche auch nochmal schnell. Hier werden also Updates heruntergeladen. Das gleiche würde auch hier in dem Applet gemacht werden. Eine Fehlerkorrektur könntet ihr aber mit dem Applet nicht durchführen. Dazu müsst ihr immer das Terminal wählen und deswegen empfehle ich euch von Anfang an auf das Terminal zurückzugreifen. Nun wurden alle Pakete heruntergeladen. Jetzt werden noch die Changelogs gelesen. Jedes Paket hat ein sogenanntes Changelog. Dort werden alle Änderungen, die in dem Paket ausgeführt wurden, aufgelistet. In diesem Schritt werden diese verarbeitet und erst dann erfolgt das eigentliche Entpacken und Installieren der Updates. Wir warten noch einen Moment. Jetzt fängt er bereits an, die Pakete zu entpacken und zu installieren. Ich breche das mittendrin mal ab, simuliere also einen Ausfall. Das solltet ihr wirklich nicht tun. Tut also alles dafür, dass es nicht dazu kommt. Jetzt habe ich mal diesen Vorgang abgebrochen. Jetzt würde ich es nochmal ausführen und da sagt er schon, oh, unerfüllte Abhängigkeiten, Rot, Warnung, alles ist schlimm. Aber auch hier könnt ihr in allen möglichen Fällen noch zu einer Lösung greifen. Diese wird hier schon bereits aufgeführt. Das wäre apt-fix-broken install. Die Kurzfassung davon wäre sudo apt-f install.
Das führe ich jetzt hier mal aus. Und jetzt versucht er, diesen Fehler zu korrigieren. Das eigentliche Update betrifft das nicht. Ihr müsst also nach der Korrektur des Fehlers das Upgrade nochmal neu aufrufen. Das führe ich jetzt hier aus. Und jetzt wird die Aktualisierung nochmals von vorne gestartet. Ihr habt also gesehen, wie einfach ihr euer System auf der Kommandozeile aktualisieren könnt und wie ihr sogar im Fehlerfall oder im Fall eines Unterbruchs damit umgehen könnt. Berichtet mir davon, wie es bei euch klappt, einerseits in den Kommentaren oder auch in unserem Telegram-Kanal, wo wir dir auch gerne bei Fehlern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich freue mich, bis bald, tschüss!